Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. Don't look too good. Where the fuck is JB? Smoking. And what about you? I mean, you know, I quit. You know what I'm saying? Almost. Yeah, whatever. JB, look, JB gonna lose everything. He gonna lose the house. You know what I'm saying? The business, everything. And you his cousin, nigga. You said you was gonna help. He ain't my cousin. Whatever, if that's how you feel. What the fuck do I know about towing cars? Look, it's easy. If JB can do it, you can do it, for fuck's sake. Come on, I'ma show you. Come on. Shit. All right, then. Shit. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von GTA 5, der Story. Wir sind schon da, direkt gegenüber von seinem Haus, von Franklins Haus. Wir müssen scheinbar hier ihr aushelfen. Abschleppwagen, wir dürfen mal wieder Abschleppwagen fahren. Auf geht's, das kennen wir ja schon. Das kennen wir schon ziemlich gut. So, wir geben Gas. Oh man, how did I get dragged into this? Wo wie was? We both know you always been sweet on me. Also abschleppen. Franklin Clinton. Ich würde sagen, da kennen wir uns aus. Mittlerweile. I told you, I don't do that shit no more. I mean, I babydoze now and again just for the taste. But I'm doing good, boo. Your eyes don't lie. Sehr lustig. Whatever you say, girl. Come on. Könnten wir hier auch mit reinmachen? Ihr habt ja auch sehr viele Vorschläge reingeschrieben, was wir machen könnten, beziehungsweise welche. Ja, Fahrzeuge wir implementieren können und so weiter und so fort. Viele wollten auch quasi die deutsche Polizei drin haben. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, denn in der Storyline werden viele zusätzliche Props geladen und dadurch kann es schon mal passieren, dass das Spiel dann crasht. Ich spreche da aus Erfahrung und deswegen müssen wir schauen, ne, nicht, dass man da zu viel macht und dann am Ende ja, haben wir da ein paar Unterbrechungen in der Story. Das wollen wir natürlich nicht. Aber schauen wir mal, an der Polizei vorbei, bei Rot, geht schon. So. Der hört sich so ein bisschen an wie Michael, oder? Im Funk. This one should be easy. Easy enough for JB to drag his ass out of whatever crack house he laying in. His loss, yo gain, sugar. Except I ain't gaining shit, sugar. Move that seat back and you know I'll make it right for you. That ain't what I'm saying. Damn, Tanya, what the fuck happened to you? So, herrenloses Fahrzeug. Also das, glaube ich, kann man ja auch machen, wann man möchte, so ein bisschen nach Belieben. So gesehen kann man entscheiden, wann man Fahrzeug abschleppen will und wann nicht. Back up close. Make sure the hook is down and it should slide right in. So, und okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. So. Hey, this was not how I saw my day going. Auf und davon. So I ain't seen you around the hood much. I've been trying to branch out. Can't stay in Chamberlain Hills forever. Oh, nigga got airs now. I remember you before you was a wannabe when you just was. And I remember you and JB before y'all was dopey. Shit changes. You the one all turfed up. JB smoking, but he ain't smoking. That's whack. Oops. But he ain't smoking, homies. He out here grinding, towing cars, paying bills. For real? Cause I could have sworn it was me out here towing cars for him. And look. Direkt den nächsten Abschleppauftrag erledigt. Der Typ, der darf einfach nicht fahren, wenn ich fahre. Mein Gott. Ganz einfach. They get real finicky when we don't leave it in the right place. Zack. Genau an der richtigen Stelle. Super. Haben wir das gepackt? Finde ich sehr gut. Weil das ist auf jeden Fall wichtig, um die Story weiterzuspielen. Einen Gefallen im Schlepptau haben wir auf jeden Fall gut bekommen. Abkoppelbonus sogar. Oh, jetzt geht's aber los. So, wir müssen zu Michael. Heißt, wir können in der Story weitermachen. Juhu! Endlich, weil da gibt's immer viel zu tun. Vor allem die Anfangszeit. Die hat immer richtig Spaß gemacht. Ich habe aber wirklich nie über diese Anfangszeit hinaus gespielt. Was halt, ja,
ungewöhnlich ist. Ich habe von vielen von euch gelesen, ja, mittlerweile schon GTA Story das 5. Mal durch. Okay, das ist natürlich echt krass. Ich glaube trotzdem, dass viele die GTA Story nicht gespielt haben. Es gibt ja auch Leute, die spielen nur online, nur RP, nur bestimmte Bereiche, und für die ist es vielleicht ganz interessant. Für mich auf jeden Fall, weil ich hätte die GTA Story eh mal durchgespielt, so oder so. Und dann nehme ich euch gerne mit, warum nicht? Und zeige euch auch, was ich hier quasi an Modifikationen dann hier mit reinpacke und quasi gemacht habe. So, ich glaube, wir müssen jetzt zu Michaels Haus, ne? Kannst du mir zumindest vorstellen. Dann kann ich mir direkt mal hier den Weg merken. Wer hat sie ausgeraubt? Der Herr da. Okay. So, mein Freund, einmal bitte die Waffe fallen lassen, ne? Wie wär's damit? Hallöle, Freundchen. Was machst du da? Okay, er will nicht stehen bleiben. Mein Gott, Junge. Bleib doch jetzt stehen. Jetzt hör auf. Aufhören. So. Hi. Gut, $500. Ja, geben wir es der Dame wieder. Der Franklin ist ein freundlicher. My good deed for the day. You're my hero. I can't thank you enough. So, hat sie uns $50 hat sie uns da gelassen. Naja, gut. Wir sind freundlich. Franklin ist ein freundlicher Typ, habe ich beschlossen. Michael eher nicht so. Trevor schon gar nicht. Das ist unser Plan. Wir verfolgen dann eine eigene Linie. Weil es gibt ja immer so ein paar Events. Straßen-Events. Achtung. So. Der Dodge geht ganz schön ab, ey. Alter Verwalter, ey. So, wir müssen uns gleich mal den Weg merken, wie wir hier zu Michael kommen. Das wird irgendwie sicher nicht das letzte Mal sein. Achtung. Uiuiui, das wird eng. So. Hier. Ja, jetzt sind wir da. Oh Gott, das Auto sagt mir was. Oh Gott, das Auto sagt mir was, Leute. Oh ja. Hey, you, stop it. What's up, man? Get out of my way. Michael, calm down. What the fuck is going on? Nothing happened. It was a misunderstanding. She fucked a brick in my bed. You bullshitting me. It wasn't like that. You in? Fuck it, I'm in. Let's roll. Let's get this motherfucker. Just don't kill him! Und da sind wir wieder als Michael unterwegs, so muss es sein. So, wir düsen davon. Der okay, gute home? Alte Tennislehrer. Guy bounced my wife is what happened. Which guy? The guy I'm paying to teach her tennis. The tennis coach? Oh, that's fucked up, man. You risk dudes, homie. You know, back in the hood, man, we gotta watch out for the mailman, dog. Yeah, I'm a cuckold, a snob, and a fucking cliche. Ey! Mein Gott, pass doch auf. Alter, der hat aber einen flotten Kleinwagen da. Das geht ja ordentlich zur Sache. Alter. Ohne Witz. Pass doch auf, wenn du rausfährst. He lives somewhere up in the canyon. We'll find him. Okay. Auf jeden Fall ist das Ding hart wie Stahl, der Wohnwagen. Das ist, aua. You see that little piece of shit? It's this track here. Hey! He in one of these fucking houses! There's left his car, check it out. Little prick's up there, look. Oh, shit, Cole's doing alright for himself. Hey! Asshole! You ran off before we could settle our debts! Michael, what? You got the wrong idea, man! He's about to have a real clear idea where I'm coming from. There's a winch in the back of the truck. Tied a cable to one of those supports up there. You finna pull his deck down? Hey, that prick pulled my marriage down. Man, you really gonna be this fucking dramatic? Yeah, whatever. I told you I comped the session, bud! Well, there were a lot of freaking sessions, bud! I'm thinking you were working on more than just her backhand. Mandy's backhand has come a long way, bro.
Sometimes it's gotta get worse to get better. Yeah, well, maybe I should come up there and practice my backhand on your face. Bud, your negative energy is seriously bringing me down. Oh, I hope it is, Bud. We hooked up, man. You come into my house, take my money, and nail my wife? Are you fucking kidding me? I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, Bud. My bad. Seriously. Oh, how fucking magnanimous. May I please offer you my applause? You fucking motherfucker! Dude! And we'll see how you like it when someone fucks with your shit! Well, hey, wait! You got the wrong idea, pal! Whoa! Fuck! Oh, oh, okay, jetzt geht's Here ab. Here we go! Let's see what happens! Told you a Natürlich unwahrscheinlich, dass so ein kleiner Wagen das wegziehen kann. Aber man darf ja wohl noch träumen dürfen. Total Sanierung. Yeah! Fuck, come on! Fuck, man, fuck! Oh, we did it! Fuck his ass! Yeah, fuck him! But was we really trying to pull that dude house off the fucking hill? Hey, we were trying to teach him a fucking lesson. Krass. I'm not asking Spencer to get your ass lesson, man. Maybe he'll keep it on the court and out of my wife. Yeah, he not taking no housewives back to that motherfucker. Hey, it's a service to the fucking community. Eine meiner Lieblingsmissionen, zumindest von denen, die ich kenne, ist echt lustig hier. Und da haben wir auch schon das Problem. That's not my house. Bullshit. Oh, bro, I couldn't afford a place like that. I'm a tennis coach. I hit balls for a living. I was just hiding there. Give me a board. You. Yes, that one. Green light. Green light. Martin Madrazo, give you green light. Oh, I'm scared, lady. Just fucking terrified. Ja, wir haben aber jetzt das Problem. Nämlich hinter uns. Oh, that was quick. All right, help me deal with this. I'll give it a go, man. Keep trying. Where are we on this? So, meine Freunde. Wer hat euch eingeladen? Aber der Michael fährt echt schlimm, ey. So viel steht fest. Hey, let's go, let's leave him behind. There you go. Ja, wenn der mal weiterfahren würde, Mensch. Michael, was ist los? Fahr. Alter. Jetzt ist der komplett schon kaputt, der Wagen. Nee. Jetzt nicht mehr. Nachdem Michael so gut gefahren ist. Wow. Shit. You did good. I mean, your aim's all over the place, but you were a help. Was? Das mit dem Fahren musst du noch üben, Michael. So viel steht fest. Work on your aim. You'll do fine. Alles klar. Fuck, man. Shit, you good? Fine as wine. Got a few knocks. You okay? I mean, you did good, kid. Bullshit. Jawohl, kaputt. You did good, kid. Man, I'm cool, man. I mean, you. Mentally. Whew. Hey, thanks for the help out there today, kid. I had no idea it was gonna get that hot. Shit, pulling houses off the hillside sure has a weird way of fucking with people. Yeah, well, I thought I was through with all that shit. I don't know what the hell's going on. Oh shit, I think we're about to find out. Do you know who I am? Do you know who I am? Do you? No. Who are you? You? I think so. Good. I know who you are. I know where you live. Who are you? I'm Franklin. License. Ganz schön blöd. Now, Franklin. Maybe help Mr. DeSanta here. Who am I? I think Martin Madrazo. Good boy. Now maybe give him a little of a background. Man, Mr. Madrazo. Mr. Madrazo is a legitimate businessman. Who was wrongfully accused of running a Mexican-American gang and a narcotic ring, but the charges were dropped because of the witnesses came up missing. Smart kid. Now,
Michael, got a question for you. What did you pull an architectural, significant, modernist wonder home down the hillside in Vinewood Hills? I thought the owner was banging my wife. Well, that was a strange house for a tennis coach. I wasn't thinking straight. Clearly. Yeah. Well, Natalia will need a hotel while you finance a rebuild, won't she? Sure. Good. And I'm guessing here that the rebuild will be somewhere in the 2.5 million range? Of course. Great. That's nice. Come on, man. Damn, you alright? Never better. So what now? Looks like I'm gonna have to postpone my retirement. Fuck. Ah, man, I'm mortgaged up to my eyeballs. Look, I only know one way to make money. I'm gonna have to give an old friend a call. Lester. I think he's in town somewhere. I'm gonna have to track him down. Just give me a little alone time, all right? All right, though. Fuck me. Und damit herzlich willkommen in GTA 5. Weil jetzt geht's erst richtig los. Das haben wir ja mittlerweile schon rausbekommen. Und ja, Madrazo hat dafür gesorgt, dass er jetzt endlich wieder am Start ist. Who's asking? Who's asking? Wer schießt denn da schon? Even for a dead man, Michael. Ooh, you don't sound good, buddy. Tactful and charming, even in death. Hey, come see me, old friend. I'm living in Los Santos, just like you. Marietta Heights. Whoa, whoa, wait. Hey, how do you... Hello? You so, Lester am Start, Leute. Lester. Und da hinten steht unser Wagen. Sehr schön. Weil jetzt geht's richtig los mit den Aufträgen und natürlich auch Raubüberfällen, die da noch kommen. Die echt wichtig sind für natürlich Michael und den Wiederaufbau, den er finanzieren muss. Und wir haben natürlich auch den RS6 wieder am Start mit dem guten Klang jetzt und mit etwas ja, flotterer Gangweise. Damit passt schon besser zum RS6, finde ich. Wie man sehen kann. So, und... Oh, den Psychiater. Den rufen wir jetzt erstmal an. Ist eine gute Idee. Doc, hey. Michael, I'm looking through my appointment book and I don't see your name. Yeah, well, I'm more of a walk-in guy, Doc. You know that. Hey. Walk-ins are more expensive, but I'm always happy to accommodate. Sure, you'll accommodate me as long as I got money in my pocket, right? Hey, I'm in a bad way, Doc. I might come by soon. Alles klar. Sehr gut. Ah, Geldtransporter Türen wegsprengen. Ja gut, Geldtransporter wegsprengen habe ich jetzt leider gerade keine Utensilien für, aber ich komme drauf zurück. So, und jetzt fahren wir erstmal zu Lester und schauen uns da um. Boah, Alter. Sind auf jeden Fall flott unterwegs, ne? Aber der lebt halt am Arsch der Welt. Alles klar. Das ist so geil, ne? Diese Ironie in GTA. Ist es noch zu früh, um Tennis zu erwähnen? Ich schätze, ich werde so schnell keinen neuen Tennistrainer bekommen. Da brauche ich auch jemanden zum Spielen. Befürchte, meine Schlägerhaltung lässt nach. XX. Also gut, aber wenigstens will sie jetzt mit uns Tennis spielen. Müssen wir auch mal einrichten. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Mal hier Tennis spielen sollen. Wäre eine Premiere auf jeden Fall. Ich habe auch noch keinen Tennis-Simulator gespielt. Fuck you, Lester. You gonna let me in or what? Give me a minute. So hier, die gute alte Wohnung von Lester. I was wondering when you'd show up. I was dead. Praise be. Guess you weren't very dead. You need my help. How do you know? Because you came here. Why else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean,
I need something done. You need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Look, Lester, about what happened before. Oh, I know you never mentioned my name. I know I'm not on any lists anywhere. I know you never betrayed me. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah, well, since you put it like that... Hey, shut up a minute. I'm getting an iFind alert. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes, that fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. The hell are you talking about? You are about to get that white-collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here, take this fashionably retro weird for a 45-year-old man, but I cannot let go of the 1980s bag, and dress yourself up like a billionaire math genius with low-level Asperger's. You better be ready for the minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! Call me when you're ready. We are about to put the Darwinism back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. You fucking kidding me? I'm a bank robber, not a web designer. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Ja, Leute. Jetzt geht's richtig los. Mit dem guten Life Invader-Typen. So, wir schnappen uns unseren Wagen. Der wohnt hier echt in einer guten Gegend, Leute. Ich sag's euch. Echt sehr schöne Gegend. So, 2 Kilometer. Kriegen wir auch noch gerockt. Und das ist natürlich, ohne zu spoilern, eine sehr, sehr spannende Mission. Vorsicht. Aber Lester ist auch ein cooler Typ, ne? Lester ist ein echt cooler Typ. Man merkt schon, dass der Skill hier noch nicht auf 100% ist irgendwie. Der Wagen lässt sich auch ein bisschen schwammig oder verzögert steuern. Aber das kriegen wir schon hin. So, hier vorne links. Alter, der hat einen Spurwechsel hier mittendrin und jetzt fährt er wieder auf die linke Spur. Ganz ehrlich, wir sind schon in GTA, das merke ich gerade richtig. Halleluja, Mensch. So, ich soll mich wie ein Mathe-Genie anziehen. Oh, alles klar. Grüße gehen raus an den Steuerzahler. So, hier. Wir parken am besten Parkplatz. Perfekt. So. Also, brauchen wir eine gute Beratung natürlich. Ah, excuse me. Was gibt's denn? I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know, geeky, youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Alright. Alles klar, wir kriegen hier eine richtig gute Beratung. Also Weste und Cargo Shorts. Also das passt schon mal. Yup, that's as youthful as you're gonna get. Und hier Cargo Shorts. Oh Gott, das schaut ja schlimm aus, Leute. Das schaut ja ganz schlimm aus. Okay, na dann. Dignity aside, I think that might just work. Good luck at the interview. Wenn man die Würde beiseite packt, das passt ganz gut, ja. So, RS6, da kommen wir. Also, fahren wir jetzt nach, zum Life Invader Büro. Michael? I'm all dressed up. Now, you want to run me through this thing? The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Die Fahrten kann man auf jeden Fall spannend gestalten.
Hey. Hey. Oh, great. PM's pushing for more functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, my. You know, it's... Yeah, well, you know, you gotta do what you gotta do, you know? I mean, we're talking beta in Q4, maybe Q3. Look, milestones are one thing, but when design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke break's about up, so... Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. You know, you gotta do something for me. You gotta put it in a ticket. No. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Okay. Ich find's Hammer, wie hier genial wieder das Klischee getroffen wird. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe not even tech. I'll evangelize anything. Hi. Oh, hi. Chill out on the beanbag. Marcus will be right out. Oh, I'm gonna take a normal chair. I have a terrible back. So, wir sind drin. Here you go. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. Mhm. Ah, you've been added on this PC. Got any antivirus software? I think so. Behind this junk on the left. Clicked an NSFW link, bro. Bit me on the ass. Yeah, not safe for work, huh? You know, my son's computer runs into the same kind of problems. Scanning. My glitch fixing is gonna be willkommen down today. In einer Software-Firma. And that should do it. Why don't you try and keep things strictly safe for work from now on? Hey, have you seen the prototype in the demo room? When Norris announces it at the keynote, minds are gonna blow. Yes, they are. You should be doing it, dude. So. Oh, nice. Okay. So, ich würde zwar den Rucksack eigentlich mitnehmen, allein schon wegen der Beweise, aber das tun die halt nicht. Aha, so arbeiten die also. Sieht gut aus. Privacy durchgestrichen. Oh Mann. No privacy, no lies, live tomorrow. Alter. So muss es sein. Das ist krass. Okay. Alles klar, um einen Job hier zu bekommen, muss er das drauf haben. Vordereingang? Ne, Hintereingang. Nehmen wir den Hintereingang. Geht's hier raus? Ich glaube da hinten, ne? Ja. Interessant. Hier ist aber zu, naja, okay. Invader Zone, Tech Zone, Yoga Zone, Tech Stop, ja, alles. Alle mit allem drum und dran. So, sehr schön. Dann Eröffnungsrede. Auf geht's, das wird mind-blowing, wie er schon gesagt hat. So. Hey Michael, hold on. Domed, I domed ya! Lester! The thing's in the prototype. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry, the phone is rigged. Now what's your problem, you don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, romantic comedies, and remakes, none of which interest me. Oh my god, you guys are so lame! No! I'm watching Fame or Shame! The fucking tits! No! Give me up! The finals continue with Shime and Bob. You guys are going to the finals. Tiefenentspannt. Tiefenentspannt. So. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. J. Norris to the stage!
Hey. This company has come a long way since we started it in my parents' pool house in East Caraway. Today, you're about to witness a new phase. Full-on, weapons-grade, red alert, world domination! Alle feiern. We have put a billion people's private data in the public domain, and we have milked every penny we could in the process. And we have one of the youngest workforces in the world. An average age of only 14.4 years? That's not just impressive, it's revolutionary! Today, right here, we're about to make the next step. Prepare to witness the future. The Life Invader mobile device. Yes, we've invented something no one else has ever thought of. A small, personal, computerized device. Now you're going to be able to stay docked 24/7. On the bus, you can dock. On the subway, stay docked. You can be docked at home. And at the same time, you're docking with some kids at the public pool. We went to the guys at Fruit Computers and we told them we wanted to make our hardware as compatible as possible. But you know what? They're not interested in sharing. Huh. Hold on a second. I think someone's trying to talk with me. Hello? Oh! Ah! Security! Oh, Jesus! Whoa! No, whoa! Hm. Also, da hat jemand gedockt. Hab ich mitbekommen. Alles andere weiß ich nicht. Oh, Leute von heute. Also, erfolgreich beendet. Ich glaube, Lester hatte da ein bisschen was zu klären mit dem. Ein bisschen. Und wir haben da auf jeden Fall viel, viel zu erledigen gehabt. Umziehen müssen wir uns auf jeden Fall noch. Ah ja, Lester sollten wir mal fragen. Lester! That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. All right. Strategie. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. I'm trying to stay off the day trading. But maybe I'll take a look. Okay, alles klar. Jetzt können wir dann auch Aktien handeln und so. Alles in GTA. Und jetzt schauen wir mal hier. Hier haben wir ein paar normale Michael-Outfits. Die Lederjacke ist Standard, hätte ich gesagt. Die nehmen wir. Und dann schauen wir im nächsten Video, meine Freunde, wie es weitergeht. Jetzt haben wir auf jeden Fall den guten Start hinbekommen. Hier mit diesem wunderbaren Sohn geht es quasi dann zu Ende. Wir schauen mal ganz kurz, was uns der gute Martin geschrieben hat. Michael, meine Kohle, wo bleibt die? Du willst sicher nicht, dass ich dich nochmal besuche. Nächstes Mal wird's echt übel. Okay. Gut, ich hätte gesagt, Leute, wir checken natürlich das Ganze dann beim nächsten Mal. Vor allem hier ganz Ammunition. Es wird wichtig sein. Und vielleicht auch mal einen Besuch bei Dr. Friedlander. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr sehen wollt. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Und bis dahin. Ciao.